Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Bloodborne und es geht hier zum Bossgegner. Mit Cutscene. Manche sagen, Cosm, hört ihr unsere Gebete? Nein, wir sollten den Traum nicht ablehnen. Niemand kann uns fangen. Niemand kann uns jetzt aufhalten. Du bist leicht irre, ganz, ganz leicht. Und es ist Mikulaj, der Wirt des Albtraums. Und den versuche ich jetzt zu finden und zur Strecke zu bringen. Aber dafür muss ich ihn erstmal sehen, da ist er. Und der Bosskampf ist schon sehr eigen. Eigen und artig. Ah, habe ich sogar jetzt mal getroffen. Ist eigentlich eine Seltenheit, weil eigentlich läuft man eben so lange hinterher, bis er in diesen Raum da reingeht. Und da kann man ihn erst richtig bekämpfen. Aber das ist eigentlich ein eher leichter Bosskampf. Okay, wenn man nicht eingesperrt ist. Ich lebe noch. What? Da war aber nichts mehr. Okay, ich sollte wirklich erstmal die Skelette töten. Oh, jetzt sollte es leichter sein. So, da verschwindet er nämlich zum ersten Mal bei Half-Life. Oh, majestätisch. Man kann ihn weiterverfolgen hier nach oben. Aber man kann hier noch einiges entdecken und auch noch ein paar Blutsteinbrocken und so weiter abholen. Und wie gerade der Hinweisgeber geschrieben hat, eine Metamorphose. Das wusste ich jetzt nicht mehr, aber wenn's er sagt, vielleicht hat er ja recht. Auf jeden Fall gibt es hier unten noch gut Items, darum gehe ich erstmal nach unten. Zum Beispiel von dem. Nochmal drei Blutsteinbrocken. Und hier sind wieder so welche. Wieder diese orchestrale Aufscheuchmusik. Oh, die Alte. Nein, hat der Schütze mich da gestaggert. Aber die ist besiegt. Schmutziger Dunkelblut-Edelstein, nice. Wieder was zum Ausprobieren. Au. Einfach mal eine Schädelramme machen. Und der Mond. Das ist jetzt das Teil, damit ich richtig viel Bonus Blutechos bekomme. Kann ich danach auch mal ausrüsten, damit ich dann den Bonus nochmal deutlich erhöhen kann. Und der Gegner ist ein bisschen bescheuert und labert mich die ganze Zeit während des Fights oder des Wegs zu. Aber das kann man getrost ignorieren, weil irgendwann wiederholt er sich und es ist viel wirres Zeug über diese Welt. Da gibt auch ein paar Hinweise, was noch so kommen wird. Cosm. Ja, Cosm, Cosm. Mosen, Cosm. So, ich glaube, hier nach unten zu gehen lohnt sich auch noch.
Oder? Was war nochmal hier? Ah, stimmt, hier ist das nächste Kampfgebiet. Oder muss ich ihn erstmal reintreiben? Oh, das ist ein Item. Quecksilberkugeln. Oh, das meinte ich nämlich. Hier ist nämlich auch noch ein Item. Eisentürschlüssel. Das müsste der Schlüssel sein, mit dem ich in den Raum reinkomme, den ich vorhin meinte. Konnte man den wahrscheinlich jetzt noch nicht sehen und dann gleich mit dem Schlüssel da durch. Oder war der wieder für was anderes? Eisentürschlüssel ist jetzt nicht so aussagekräftig. Aber wo ist Mikulas? Da oben. Jetzt springt er erstmal in seinen Spiegel rein. Und man ist hier oben. Und hier oben kann man da reinspringen und dann ist man in dem Raum, den ich gerade gezeigt habe, wo man gegen den kämpft. Aber da will ich jetzt gar nicht hin, weil der steht jetzt vor dem Raum, da würde ich in die falsche Richtung treiben. Oder rennt er dann einfach zu einem? Ah, ich riskiere es mal nicht. Naja, hier gehe ich raus, da will ich nicht lang. So, da ist er nämlich. Und da wäre der Raum. Fuck, der geht da aber jetzt gerade nicht rein. Der rennt jetzt erstmal noch in den anderen Spiegel. Man brauche ich gar nicht erst verfolgen. Jetzt ist er nämlich weg. Und jetzt steht er hier. Und rennt schon wieder da nicht rein. Fuck. Ach, komm doch. Krieg dich eh nicht, du bist schneller als ich. Aber der hat mich zum Item getrieben. Och, der steht da noch. Aber kann ich jetzt eine Stampfattacke... der rennt weg. Ah, stimmt, jetzt rennt er nämlich in den Raum. Da ist die Tür nämlich zu und jetzt kann ich da oben... die Leiter nach oben gehen, die Treppe eher gesagt. Und dann in den Raum reinspringen. Schade ist eigentlich, dass man es sich wirklich gar nicht lohnt, die kleinen Skelette hier zu töten, weil die einfach keine Blutechos geben. Und auch nicht wirklich nervig sind, also rennt man einfach an denen vorbei. Ja, der geistlose Rom, der ist Geschichte. Genau wie Rom. Yo! Alter, ich soll das lassen. Okay, ich kann das unterbrechen. Hätte ich mal früher machen sollen. Ja. Nein. Fuck. Oh, ich will nicht nochmal. Nein. Oh, Glück gehabt. Er hat nicht viel zu bieten, aber wenn er mich mal richtig erwischt, dann bin ich tot. Aber er ist tot. Nice. Und da brüllt er nochmal rum wie ein Spacko. Ja, dich kann man auch vergessen. Und von ihm kriege ich einen Menses-Käfig. Und jetzt wird erstmal die Brücke hochgefahren von unten. Nämlich die, wo ich vorhin rübergegangen bin. Wird jetzt ein paar Ebenen höher geschickt, damit ich dann rübergehen kann zu der Lampe. Was?
Ta-ta-ta, da ist sie. Und das Tor geht auf, wie von Geisterhand. Darum kann ich jetzt hier wieder nach oben gehen. Und dann anstatt da zu dem Punkt zu gehen, wo man runterspringt, einfach über die Brücke zu dem weiteren Verlauf der Welt hier. Mit 66.000 werde ich mich auch noch nicht zurückporten. Damit kann ich noch ein bisschen weitergehen. So, da ist es schon. Erstmal die beiden Hunde und zwei Blutsteinbrocken. Oh, und dann nochmal ein richtiger Hund. Ah ja, und hier sind wieder neue Glockenläuten, ne? Und eine andere Sache ist, hier ist ein Pfad, den kann man erreichen, indem man hier oben diesen Aufzug, genau gesagt der hier. Wenn man den jetzt aktivieren, kommt man dahin, wo ich es vorhin erwähnt habe, dass da wieder ein Aufzug ist, wo man dann weiterkommt. Hier ist auch ein Aufzug. Ah ne, der führt zum Ende, stimmt. Und da kann man an einer bestimmten Stelle rausspringen und dann kommt man auf diesen Weg. Und da kann man dann auch nochmal hin, aber das ist alles optional. Warum lasse ich das erstmal weg und renne hier weiter? Bis zu den Ninjas hier. Die sind eigentlich genauso wie die Schatten von Yharnam. War das Schatten von Yharnam? Weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Genau die gleichen Typen, nur dass ich die jetzt sauschnell töte. Dass sie auch immer im Dreierpack auftreten müssen. Ein richtiges infernales Trio. Oh, und nochmal drei Blutfiolen. Ah, wusste ich's doch. Nochmal zwei Blutsteinbrocken. Hier wird man echt nochmal gut mit denen versorgt, dass man alles hochkriegt. An den Gegenständen. Was man hier schon sabbern hört, ist das Schwein, was auf uns wartet. Und das Baby natürlich. Die Schweine sind ein bisschen anders als die Schweine vorher. Nämlich die haben tausende Augen. Und sind ziemlich hässlich. Sonst sind die nicht anders. Sie sind nur noch hässlicher. Und die bringt 10.395. Ihr Loot-Echo ist einfach fürs Nix-Tun. Weil die sind unglaublich schwach. Okay, da kann ich auch noch runtergehen. Mache ich aber jetzt noch nicht. Sondern gehe erstmal hier nochmal den normalen Weg lang. Und den anderen beiden Schweinen. Man kann jetzt hier die getrennt triggern, dass das erstmal losläuft. Und ich die Sicht verliere. Oh, ich glaube, das andere kommt auch. Oh ja. Ach, Kacke. Ich das erste Mal da erwischen lassen. Aber kostet ja nicht so viel. Vielmehr freue ich mich über den Bonus, den ich da bekomme. Ja, 10.000, das ist so lächerlich. Die Scheißteile sind so schlecht. Komm, sprinte. Aber früher konnte man die noch hinten einfach in den Arsch stechen. Und die damit dann direkt töten. Aber irgendwie ist das weggenommen worden. Vielleicht weil es einfach noch mal viel leichter gemacht hat und man eigentlich fast gar keinen Kampf mehr hatte, weil man hat die einfach erstochen von hinten und dann war es Ende. Und das soll ja auch nicht das Ziel sein. Okay, wenn ich es jetzt schaffe, hier schnell runterzugehen, ohne dass sie mich merken,
Kann ich die Glockenläuterin noch vorher ausschalten und den kleinen Weg hier lang gehen? Oh fuck, hier ist ja auch nochmal so einer. Noch einer. Dich dann auch noch. Und schon habe ich 116.000. Genau. Glockenläuten ist verschwunden. Und ich habe meine Ruhe. Und jetzt kann man hier nochmal weitergehen. Das ist nämlich die Stelle, wo ich da vorhin hätte runterspringen können. Boah, ein krass heller Mond. Ah, ist das nochmal? Ja, da gibt es nochmal Items. Drei Stück. Sehr, 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 sehr schön. Ah ja, stimmt, hier kommen wir wieder runter. Treppe hoch. Und den ganzen Weg neu rennen. Ich will mal die Giftmesse aus. Was anderes brauche ich nämlich gerade überhaupt nicht, außer die Molotow-Cocktails. Vielleicht. Oh. Ah, schon mal ein Treffer. Ah, die dodgen aber. Oh, wenn die treffen, machen die aber Schaden. So, der erste Nahkämpfer. Zweite. Mann, jetzt ist es eigentlich leicht. Weil wenn der kurz nicht spuckt, kann ich den kurz erledigen. Und der Fernkämpfer kann eh kaum was ausrichten gegen mich. Wenn der keine Unterstützung hat. Kann man nämlich einmal kurz unter den Flammen durchrollen und schon hat man den. Und hier ist sie wieder. Mit blutigem Bauch, wo ihr Kind rausgeschnitten wurde und guckt in diese Richtung. Da lauert das Ungeheuer. Ungeheuer, was mich hier die ganze Zeit beschäftigt. Ah, Josefkas Blutviole. Kann ich leider nur nicht mitnehmen. Weil Baum. Nee, weil ich schon eine hab. Man kann nicht mehrere Josefkas Blutviolen haben, genau wie man nicht mehrere von Arianes Blut haben kann oder von dem Blut der Nonne, die ich leider nicht finden konnte. Weil ich das verpasst habe, weil ich mich nicht töten lassen wollte, genau. Oh, aber mit den knapp 130.000 gehe ich jetzt erstmal zurück. Kann ich ein paar schöne Level noch machen. Dann bin ich eigentlich schon recht bereit für den Boss da oben. Aber ich würde erstmal sagen, damit endet diese Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut nächstes Mal wieder rein, wenn es weitergeht mit Bloodborne und dem nächsten Bossgegner. Also haut rein!